9-Meter-Schießen beim inklusiven Hallenturnier in Mülheim, Nähe Freiburg. Riesenstimmung. Dabei wird jeder Schütze bejubelt und nicht jeder Ball total ernst genommen. Die pure Freude dominiert bei den Beteiligten, die ein Ziel haben. Spielen, kicken, mit Mannschaften reden, passen und Tore schießen. Also ich will mal nur Tore schießen, dass wir Punkte sammeln, Pokale in die Luft. Fußball ist mein Lieblingssportartikel. Und er hat dafür gesorgt, dass beeinträchtigte Menschen organisiert und inklusiv Fußball spielen können. Achim Stricker. Er suchte als Arbeitspädagoge der Christophorus-Gemeinschaft einen Platz für Fußballinteressierte der Werkstatt. Bei den Sportfreunden Hügelheim wurde er fündig. Der Kreisligist aus Mülheim stellte Feld und Zeiten zur Verfügung. Dann haben wir dort trainiert und dann kam es immer mehr zu Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Das heißt, die Jugendmannschaften, die gleichzeitig trainiert haben, haben dann mitgekickt. Man hat Spiele gegeneinander gemacht, dann hat man es durchmischt, damit es ein gleiches Niveau gibt. Und dadurch entstand die Idee, Inklusion zu machen, eine Inklusionsabteilung zu machen. Und es fanden sich schnell die richtigen Leute zusammen. Achim Stricker zog die Fäden. Sein Arbeitgeber brachte den Bundesverband Anthropoi mit an den Tisch und der Verein den Südbadischen Fußballverband. Im April 2022 fand das erste Bezirkspokalturnier für Inklusionsteams statt. Seit September rollt der Ball in der Inklusionsliga, in der 6 Mannschaften antreten. Die Sportfreunde Hügelheim haben es mit möglich gemacht. Weil es uns irrsinn Spaß macht, mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten. Man sieht's, Ergebnis, was wir da vollbracht haben, macht irrsinn Spaß und Laune. Der Fußballbezirk Freiburg nahm die Liga in den offiziellen Spielbetrieb auf und auch beim ersten Hallenturnier unterstützten die Ehrenamtlichen. Inklusionsfußball heißt, beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Frauen und Männer spielen zusammen. Die Torabschlüsse werden den Gehandicapten überlassen. Ob verpasste Chancen oder Torerfolge. Jeder will gewinnen, aber es gibt am Ende keine Tabelle, sondern nur Sieger. Weil es ist ja immer das Thema Inklusion, was ist das? Geht nicht. Die soll auf die Seite und die soll auf die. Und das finde ich einfach Quatsch. Weil man sieht jetzt ja auch, wir spielen heute zusammen hier und ich finde es einfach schön, an so einem Turnier teilzunehmen können. Ein Meilenstein, der Hügelheimer Weg, so nennt Achim Stricker das Konzept. Jedes Team wird von einem Fußballcoach und einem Fachmann aus der Behindertenarbeit betreut. Und zwar nicht nur auf dem Fußballfeld, es geht um mehr. Wenn Vereinsevents anstehen, sind die Beeinträchtigten längst mittendrin statt nur dabei. Überall treten unsere Menschen mit Behinderung mit auf, treten mit in Erscheinung. Und dadurch entwickelt sich etwas in der Gesellschaft, es verändert sich was in unseren Sozialräumen. Barrieren, die wir, gerade wir Nichtbehinderte, in unseren Köpfen haben, sind gefallen und die konnten wir überwinden. Und jetzt ist es ein ganz anderes Setting, ein ganz anderes Miteinander. Dadurch hat der Verein schon neue Mitglieder generiert, Tendenz steigend. Denn der Inklusionsfußball in Südbaden hat gerade erst Fahrt aufgenommen. Wer beim ersten Hallenturnier dabei war, wird wiederkommen. Die Rückrunde der Inklusionsliga startet im April. Dann werden wieder Emotionen pur zu erleben sein.